Und es läuft schon. Es läuft ja schon. Herzlich willkommen zu Zonkos Welt TV, hier von der Bikers World. Und bei mir, Anna Winkler. Hallo. Anna Winkler, ganz große Freude. Wir kennen ja den Theo Winkler, das ist der Mr. Hayabusa. Der Theo Winkler ist bei Suzuki, glaube ich, schon wirklich, wirklich lang, gell? 15 Jahre ungefähr, Hans, glaube ich. Fast länger, glaube ich. 15 Jahre, und da habe ich natürlich etliche, der hat ja, glaube ich, 3-4 Hayabusas daheim. Eine, die habe ich im Dauertest gehabt, die hat er sich dann genommen, glaube ich. Und du fährst aber mit einer GSX R600 und hast, glaube ich, heuer 4 Laufsiege erreicht bei dieser, wie heißt die Challenge? Ja, WSB Ladies Cup 600er Klasse, ja. Das ist ganz großartig und ich meine 4 Laufsiege, das muss man erst einmal einfahren und die Strecken sind nicht so ohne. Ich glaube, Pannonia-Ring und wo fährt es noch? Genau, Mostbrünn, Slowakia-Ring, haben wir alles dabei, ja. Was gefällt dir am besten, Anna? Ganz ehrlich gesagt, einmal bin ich jetzt Most gefahren, vor letztes Jahr in der ersten Saison, das ist eigentlich meine absolute Lieblingsstrecke, muss ich sagen, ja. Most. Aber Most ist schon ein bisschen hackeliger, oder? Ja, ich finde einfach den 90-Grad-Winkel nach der Stadt Süden finde ich einfach optimal. Also das taugt mir voll. Ja. Du Anna, jetzt ich meine, ist die 600er relativ serienmäßig oder habt ihr doch relativ viel gemacht? Sagen wir mal so, ich bin eigentlich nur relativ brav unterwegs. Wir haben eigentlich nur ein Steuergerät gemacht. Also sonst ist noch gar nichts. Wir haben nur ein Steuergerät machen lassen und sonst ist noch alles original. Ist Fahrwerk auch? Das ist auch noch original, nur der Haslacher hat es halt einmal überprüft und ein wenig eingestellt auf meine Bedürfnisse sozusagen. Perfekt. Du Anna, ich meine, das Alter fragt man bei einer Dame nicht, aber wie lange fährst du schon? Ich habe 2017 angefangen. So kurz oder was? Fahr noch nicht länger, ne? Das ist ja Wahnsinn. Du und in Pannonien, glaube ich, fährst so um die 2.10 sowas, oder? Das heißt, da bist du schon wirklich eine flotte Zeit, aber wenn du nur 2 Jahre fährst. Und ich meine, normalerweise ist so, Frauen haben ein bisschen meistens nicht den Zugang, den Typen haben, die sagen, mir ist wurscht, wenn ich stürze, ich lerne den Grenzbereich im Stürzen. Frauen haben meistens einen anderen Zugang. Bist du eine, die oft stürzt oder fährst du eher so, dass du nicht stürzt? Ja, ich habe es jetzt leider geschafft, einmal in der Saison, dass ich fliege. Also ich habe 2 Saisonen jetzt hinter mir und habe es 2-mal hingelegt, in der ersten Saison in Brünn. Und jetzt in der zweiten Saison, im letzten Termin im Pannonia-Ring, habe ich es richtig zerstört. Also jetzt haben wir gerade fertig geworden, gestern mit dem Bekleben, als das überhaupt noch fertig wird für die Messe. Wo am Pannonia-Ring hast du dich aufgestellt und wie? In der ersten Kurve bin ich leider auf die Curbs innen rauf und dann ist mir das Vorderrad weggerutscht und dann hat es mich und die Maschine 8-mal überschlagen. Also es war ziemlich wenig noch oben zum Schluss dann auf der Maschine. Hast du ein Wetter dabei? Nur Prellungen, also brauchen gar nichts, nur Prellungen halt. Aber jetzt ist wieder alles verheilt. Ist was geblieben oder so mental? Das Gute ist, ich weiß halt, was mein Fehler war. Das ist eigentlich das Gute, was ich sagen kann. Weil wenn ich jetzt wisse, dass ich einen Fehler habe und ich weiß nicht, wo der Fehler liegt, aber ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Also ich glaube, dass das alles wieder nächstes Jahr funktionieren sollte. Ja. Das heißt, du trittst nächstes Jahr wieder an bei dieser WSB Ladies Cup 2019. Ist es ein österreichischer Veranstalter oder ein deutscher? Wer macht denn das? Das ist ein österreichischer Veranstalter, genau. Die kommen eigentlich alle aus Oberösterreich. Das sind 3 Veranstalter, eben WSB, das sind die Nachnamen von denen. Und die veranstalten das eben mit dem G6R Cup gemeinsam. Und ja, darauf dreht ihr auf alle Fälle wieder an, ja. Super. Du, und ich meine, was bist denn gesamt geworden? Gesamt von Männern allgemein bin ich von der Suzuki Light 8er geworden. 8er? Gesamt? Na und im Ladies Cup? Ein Ladies Cup habe ich gewonnen. Den hab ich gewonnen sogar? Ja. Genau, den habe ich gewonnen, ja. Zonkos Welt TV ist natürlich immer dort, wo die Sieger sind. Du, und was hast du für einen Ehrgeiz für nächstes Jahr? Weil du hast natürlich, willst natürlich, dass irgendwelche Ziele bist haben, oder? Genau, also bei mir ist echt das Ziel, dass ich den Sieg eben wieder reinfahre nächstes Jahr, dass ich meinen Titel sozusagen verteidige. Und das hoffe ich auch, dass ich das wieder schaffe, auf alle Fälle, ja. Wir fahren mit bei den Damen, ich habe keine Vorstellung. Bei den 600er Klassen haben wir um 25 ungefähr, ja, also haben schon immer mehr Wärmer, muss ich sagen. Also Damen? Nur Damen, ja. Wir haben dann auch nur eine 1000er Klasse und eine 750er Klasse, also wir haben echt immer mehr. Das sind nur Damen? Das sind nur Damen, ja. Das ist ein Traum, Anna, das ist aber echt ein Traum, weil ich meine, und wenn die dann durchsetzt, weil das sind wirklich viele, das ist großartig, du, und was mich noch interessiert, weil das interessiert mich immer, wie ist das dort unterhalb von die, innerhalb der Frauen? Ist da eine starke Rivalität oder ist es eher ein freundschaftlicher Umgang? Ich muss sagen, es ist wirklich freundschaftlich. Also ich habe die meisten erst eben letztes Jahr kennengelernt und wir auf dem Podium haben wir immer eine Gaudi, wir lachen und jeder Platz, wir freuen uns gegenseitig eigentlich. Wir haben wirklich Freundschaft, also da haben wir wirklich Freundschaften geschlossen untereinander, muss ich sagen. Anna, was mich jetzt noch interessiert, was glaubst du, ist deine große Stärke und was ist deine größte Schwäche beim Rennfahren?
Die größte Stärke, muss ich sagen, ist ehrlich gesagt Kurvenspeed allgemein, den kann ich eigentlich wirklich ganz gut haben, habe ich schon ein paar Mal gehört. Meine größte Schwäche, muss ich sagen, ist nur ein wenig das Anbremsen. Also ab und zu konnte ich ein bisschen später bremsen, aber das werde ich auch noch hinkriegen, glaube ich. Aber so Schräglage, Scheitelspeed, dort bist du richtig super. Und das Gas anlegen, weil ich meine, das ist natürlich eine ohne Traktionskontrolle, das geht auch gut. Genau, ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich werde jetzt seit nächstes Jahr fange ich jetzt an mit einem kurzen Gasgriff. Ich bin jetzt eigentlich immer original gefahren und nächstes Jahr starte ich dann einmal mit einem ganzen kurzen Gasgriff, dass ich schaue, dass ich mal wirklich komplett auf Vollgas bin. Ja. Anna, es hat mich echt gefreut. Ich wünsche dir alles Gute für 2019 und die Zonkos Welt TV-Seher haben eine echte Siegerin gesehen. Ciao, Papa, grüß euch!